So, wir fangen heute mit der zweiten Woche an und mit mehr oder weniger gleichen Übungen, die wir jetzt auf einer anderen Stufe machen, auf Stufe B. Und so werden wir wieder mit dem Bauchpumpen anfangen. Dieses Mal werden wir wirklich an die Grenzen der Beweglichkeit gehen von unserem Bauch. Das heißt, wir werden diese Grenzen auskosten, so richtig Bauch ganz rausstrecken und dann gleich auch reinziehen. Ja, soweit es geht. Und dann muss man natürlich schauen, wie es einem geht dabei, dass man keine Schmerzen hat oder irgendwas. Und dann kann man versuchen, langsam ruckartiger oder schneller auch zu werden. Ja, so richtig dann wie ein Motorkolben, ja, so richtig rein und raus und rein und raus. Aber immer schauen, dass es euch dabei gut geht. So, dann versuchen wir es. Wir werden einatmen. Gut, warten wir noch ein bisschen, bis alle in der Position sind. Gut, das heißt, wir sind wieder schulterbreit oder hüftebreit, besser gesagt, auseinander. Fußinnenkanten sind parallel zueinander und wir atmen ein durch die Nase. Und aus, Bauch einziehen, Luft anhalten und pumpen. Und dann einatmen, hochkommen, die Wirkung beobachten. Also auf der Stufe A haben wir versucht dann auch, uns ein bisschen mehr an dieses Einziehen des Bauches zu konzentrieren. Und danach haben wir versucht, die Bauchmuskeln zu entspannen. Ja, weil der Bauch kommt dann von alleine raus. Ja, das heißt, man muss eigentlich nur die Muskulatur anspannen und dann loslassen. Anspannen, loslassen. Dieses Mal werden wir nicht entspannen, sondern so richtig in die andere Richtung anspannen. Das heißt, wir arbeiten immer mit guter, Muskelbewegung. So, noch einmal einatmen durch die Nase. Ausatmen, Bauch rein und pumpen. Und hochkommen, ausatmen und die Wirkung wahrnehmen. Und das machen wir jetzt noch zum dritten Mal. Einatmen. Vollkommen ausatmen. Das heißt, die Bewegung wird jetzt einfach sehr intensiv, soweit unser Körper das erlaubt, damit wir einfach noch mehr wahrnehmen und die Bauchmuskeln gut trainieren dabei. Fein, jetzt gehen wir zum Schmetterling. Und das werden wir jetzt auch auf Stufe B üben. Versucht, die Fußsohlen nahe am Becken zu halten. Wir umklammern die Zehen. Und drücken mit Knien jetzt gegen die Arme und dann auch sogar ein bisschen umgekehrt. Ja, Arme und Knie geben sich großen Widerstand. Und dabei gut atmen. Rücken halten wir gerade, die Schultern sinken nach unten. Zunge liegt am Gaumen. Und jetzt entspannen, Knie sinken lassen zum Boden. Spüre die Wirkung der Schwerkraft
Entspanne die Muskeln in der Leistenbeugen und Oberschenkeln durch bewusstes Fühlen. Wie fühlt sich das an, wenn die Schwerkraft die Knie nach unten zieht? Gut, und jetzt möchten wir weitere Folge mit der Flattern besuchen. Und da muss man schauen, dass man sich nicht verletzt. Hoffentlich seid ihr schon ein bisschen gelaufen heute oder irgendwas. Und deswegen einfach ein bisschen langsamer flattern, vorsichtiger schauen, wie weit kann ich vor allem nach unten das Flattern machen. Und dann langsam auch schneller und eventuell kleiner die Bewegung. Und vielleicht hebt sich jemand dann gleich ab vom Boden und fliegt wie ein Yogi durch die Gegend. Gut, und dann wieder entspannen. Lass die Knie nach unten fallen und spüre jetzt das Unbehagen in den Beinen und stell dir wieder die Frage, wie fühlt sich das an? Geh mit der Ausatmung in das Unbehagen hinein, umarme es und versuche die betroffenen Muskeln zu entspannen. Wir untersuchen sehr genau die Dehnung, die Anspannung, das Unbehagen und versuchen es durch die Ausatmung zu entspannen. Und gehe danach noch einen Schritt tiefer in die Dehnung hinein. Und jede neue Ausatmung führt uns noch mehr in die Dehnung. Und versuche nicht nach hinten zu fallen in den Katzenbuckel, sondern bleib aufrecht, versuche das Gewicht wirklich mehr nach vorne zu verlagern. Und dann langsam rauskommen und die Beine durchstrecken, ein bisschen auslockern. Ich glaube, durch dieses Flattern merkt man dann, dass man ein bisschen tiefer reinkommen kann in die Position und in die Dehnung. Und jetzt gehen wir zur nächsten Übung. Das kennen wir schon, Körper fühlen, aber wieder auf Stufe B. Position auf dem Stuhl oder im Schneidersitz. Werde ein neugieriger Beobachter deines Körpers und spüre deinen Körper, als ob du ihn zum ersten Mal spüren würdest. Finde davor natürlich eine stabile Position, eine bequeme Position. Öffne in der Brust. Lass die Schulter nach unten fallen und versuche, den Oberkörper in der Schwerkraft auszurichten. Lächle und sei voller Freude. Werde dir über deine Füße bewusst. Spüre die Schwere in deinen beiden Füßen und beobachte das Gewicht deiner Füße für circa 6 Atemzüge. Die Zunge ist weiterhin immer am Gaumen.
Werde dir jetzt über deine Knie bewusst. Spüre die Schwere in deinen Knien und beobachte das Gewicht deiner Knie. Werde dir weiter über dein Becken und Unterbauch bewusst. Spüre die Schwere in deinem Becken. Werde dir über deinen Nabel und Oberbauch bewusst. Spüre die Schwere um deinen Nabel herum. Versuche dabei immer weiter nach oben zu wachsen, gegen die Schwerkraft. Mach deine Wirbelsäule lang. Führe dein Steißbein auf dem Boden oder auf dem Sitzkissen und spüre die Stütze, die du durch den Boden erhältst. Werde dir jetzt über deine Arme bewusst. Spüre die Schwere in deinen Armen. Dabei kannst du immer weiter lächeln und voller Freude sein. Und in weiterer Folge spüre die Schwere in deiner Brust, im Raum deines Herzens. Spüre dein Brustbein. Und wie sich die Brust mit der Atmung bewegt. Und werde dir über deine Schultern bewusst. Spüre die Schwere in deinen Schultern. Lass sie noch weiter nach unten sinken. Entspanne vollkommen im Schulterbereich. Lass deinen Kopf nach oben schweben. Und integriere dich dadurch immer mehr mit deinem Körper. Werde dir über den Punkt zwischen deinen Augenbrauen bewusst. Spüre die Schwere zwischen deinen Augenbrauen. Im dritten Auge, im Ajna Chakra.
Und werde dir jetzt über deinen ganzen Körper bewusst. Spüre die Schwere in deinen ganzen Körper. Wie fühlt sich das an? Lass die Schwerkraft nach unten wirken durch deinen Körper, leite die Schwere in den Boden ab. Gib dich dem Gefühl der Körperschwere völlig hin und sei voller Freude. Be enjoy. Sehr schön. Jetzt gehen wir zur nächsten Übung. Die natürliche oder yogische Bauchatmung wieder Stufe B. Wer mag, kann sich auch auf den Boden hinlegen, auf den Rücken. Oder inzwischen kann man ein bisschen den Körper durchstrecken und den Oberkörper, dass man weiter sitzen kann, kann man den anderen Fuß nach vorne tun oder drunter stellen, dass man ein bisschen die Position wechselt, dass man sich nicht verkrampft. Jetzt für diejenigen, die sitzen, ihr könnt die Schultern mit der Einatmung ein paar Mal hochheben. Einatmen, die Schulter hochheben, dann das wahrnehmen und dann fallen lassen. Dann wieder einatmen, hochheben bis zu den Ohren und fallen lassen. Und das dritte Mal. Und entspannen. Genau. Und dann lassen wir jetzt die Schultern ruhen und nach unten sinken. Und versuche jetzt tiefer in den Bauch zu atmen. Spüre vor allem die Unterbauchwölbung beim Einatmen, diesen Widerstand, der da entsteht, an der Bauchdecke. Und gehe an die Grenzen der Bauchbeweglichkeit, spüre die höchste Wölbung und das maximale Einziehen des Bauches und wiederhole das 10 Mal. Immer durch die Nase ein- und ausatmen. Schalte jetzt die Brustatmung zur tiefen Bauchatmung dazu. Während der Einatmung, nachdem die Bauchdecke die Wölbung erreicht hat, ziehe die Atmung in den Brustkorb hoch. Die Rippen und das Brustbein heben sich. Achte darauf, dass du die Schultern dabei nicht hochziehst. Die Schultern bleiben weiter unten. Einatmen zuerst im Bauch, weitere Folge in der Brust. Und bei der Ausatmung kannst du zuerst oben leer machen und dann Bauch einziehen. Die Einatmung beginnt mit einer Entspannung, aber gleich danach wird die Bauchdecke wieder in die Wölbung gespannt. Spüre die Ausatmung bis in den Rücken und in die Niere. Und einem gleichmäßigen Rhythmus. Die Einatmung gleich der Ausatmung von der Länge her. Eventuell könnten wir die Ausatmung ein bisschen verlängern.
Und wir machen das in einem gleichmäßigen Rhythmus. Und jetzt in weiterer Folge möchten wir die Übung Körperfühlen mit der Bauchatmung verbinden. Bei der Einatmung spüre die Schwere in deinem ganzen Körper. Einatmen, die Schwere spüren. Ausatmen, tauche in das Gefühl der Schwere ein und spüre, wie sich dein Bewusstsein in deinem ganzen Körper ausbreitet. Einatmen, Körper wahrnehmen, ausatmen, dieses Gefühl im ganzen Körper ausbreiten. Gib dich diesem Gefühl mehr und mehr hin. Bleibe aufrecht und versuche sogar aus deiner Hüfte und Wirbelsäule zu wachsen. Intensiviere deine Erfahrung des Körpers und der Schwere. Erfahre dabei den Körper als eine Einheit und versuche dich mit dieser Einheit bewusst zu verbinden. Einatmen, Schwere spüren, ausatmen, dieses Gefühl im ganzen Körper wahrnehmen. Und somit kannst du den Körper intensiver wahrnehmen, auch die Schwere intensiver wahrnehmen, das zu einer Einheit verbinden. Und jetzt gehen wir weiter zur Übung mit dem Urlaut Ham. Und dieses Mal auch auf Stufe B. Wir werden die Farbe dazu bringen. Töne das Mantra Ham in den vier Sprachzentren. Fühle die Klangräume mit der Klangschwingung und mit der himmelblauen Farbe. Die Farbe ist Farbe des Halschakras, himmelblaue Farbe. Und die Farbe und der Klang sollen sich über dein Bewusstsein ergießen, während du das machst. Zuerst werden im Hals- und im Kopfbereich tönen und dadurch unser Denkvermögen baden damit, dass das nicht Denken, sondern einfach das Bewusstsein in diesem Klang und diese Farbe baden lassen. Einatmen durch die Nase und tönen. Inatmen. Noch einmal. Spüre kurz mal die Wirkung. Und jetzt möchten wir in Brust- und Herzraum tönen. Dabei kannst du dein Herz baden. Den Sitz deiner Freude. Und man kann eventuell hier auch die Handfläche drauflegen, um mehr wahrnehmen zu können. Einatmen.
Kurz mal die Wirkung wahrnehmen. Eine weitere Folge möchten wir im Oberbauch und Sonnengeflecht tönen. Setz deine Handfläche jetzt zwischen Brustbein und dem Nabel. Und jetzt kannst du deine Emotionen baden mit der Klangschwingung, mit der Farbe, vor allem die tief sitzenden Emotionen. Einatmen. Kurz die Wirkung spüren. Und dann gehen wir in den Unterbauch und Becken und dort kannst du dein Unterbewusstsein baden. Das heißt, die Handfläche ist unter dem Nabel. Und arbeite jetzt auch noch stärker mit der Visualisierung des Klanges und der Farbe. Einatmen. Spüre weiter die Wirkung unserer Session.